ich bin so und so alt, macht es noch Sinn, anzufangen, Basketball zu spielen? Ich habe euch gesagt, ab 10.000 Abonnenten gibt es neue Formate. Heute ist der erste Tag, Montagmorgen, 6 Uhr, mit dem neuen Format Montags Motivation. Das kommt nicht komplett von mir, sondern ich nehme mir eins meiner Lieblingsbücher zur Hilfe, Believe and Achieve, the world's most motivational quotes. Da sind richtig nice Quotes drin, von allen möglichen Persönlichkeiten, manchmal auch unknown, das heißt, man weiß nicht von wem, aber das Ganze wird so ablaufen. Ich blätter einmal durchs Buch, die Kamerafrau sagt Stopp, links und rechts, wir finden eine Quote zusammen, ich übersetze die für euch aufs Deutsche und dann sage ich euch, was ich von dieser Quote mitnehmen kann und vielleicht könnt ihr was für die neue Woche für euch mitnehmen. Kommentiert mal, was ihr bei der Quote, was euch dazu einfällt. Und ich gebe euch jetzt meinen Take für die erste Quote. Jeden Montagmorgen um 6 droppt jetzt diese kleine Serie. Ich hoffe, euch gefällt's. Let's go. Stopp. Links oder rechts? Rechts. Rechts. If you don't like the road you're walking, start paving another one. Von Dolly Parton. Dolly Parton sagt mir jetzt nichts, aber die Quote ist schon mal nice. Ich lese sie noch einmal vor. If you don't like the road you're walking, start paving another one. Was so viel heißt wie, wenn die Straße, auf der du dich befindest, dir nicht gefällt, dann kreier dir eine neue oder geh eine neue. Und das ist eigentlich nice, weil ich nehme mal auf euch Bezug und auf die Kommentare. Und ein Kommentar, was immer wieder kommt, ist, ich bin so und so alt, macht es noch Sinn, anzufangen, Basketball zu spielen? Und diese Quote kann man ein bisschen darauf beziehen, denn das Wichtigste ist, glaube ich, im Leben, vor allem wenn ihr vielleicht eure Leidenschaft finden wollt wie ich, dass ihr Dinge ausprobiert. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, lasst es sein, probiert was Neues aus. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, und das kann man nicht nur auf vielleicht einen Sport oder ein Hobby beziehen, sondern auf alles, das heißt, das ist jetzt lustig, dass ich darauf komme, aber gucken wir beruflich an. Wie viele Leute sind nicht happy in ihrem Beruf, aber ändern nichts, weil sie vielleicht Sicherheit haben, weil sie es gewohnt sind. Und ich glaube, Deutschland, gerade in Deutschland, machen ganz viele einen Beruf und gehen irgendwie, heute ist auch Montag, das ist ja die Montagsmotivation, gehen vielleicht mit einer Fresse zur Arbeit und verbringen sehr viel Zeit auf einer Arbeit, die ihnen nicht gefällt, nur um nachher Feierabend zu haben und dann auch eine gute Zeit zu haben und sich nur auf Freitag zu freuen, weil dann vielleicht 2 Tage frei ist und das Wochenende ist. Aber die haben vielleicht nicht den Mut, eine neue Route einzuschlagen, diesen neuen Weg zu finden, mal zu sagen, okay, der Job gefällt mir nicht, ich habe vielleicht noch keinen neuen, aber ich kündige, weil ich mich nicht glücklich und nicht erfüllt finde. Und das ist so eine Sache und das gilt für, wie gesagt, den Beruf, es gilt fürs Hobby, es gilt vielleicht auch selbst für die Partnerschaft, dass wir oft in einer Position sind, wo wir sagen, ja, es ist so, wie es ist, es könnte vielleicht besser sein, ich bin nicht vollkommen zufrieden, aber besser, ich habe das als Ungewissheit. Und das ist was, da kann ich euch sagen, wenn ich auf meinen Weg zurückblicke, ich war eigentlich immer so, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat aus irgendeinem Grund, dann habe ich es gelassen und habe mir eine andere Sache gesucht. Ja, deswegen habe ich jetzt auch mit der Basketball-Leidenschaft, und die habe ich zum Glück schon sehr, sehr lange, was gefunden, was mich erfüllt, was mich 100% glücklich macht. Und hätte mir das nicht gefallen, und ich sage auch heute vielen, wenn ich morgen aufwache und ich habe kein Feuer mehr für Basketball, klar ist das mit dem Atelier jetzt hier ein bisschen schwierig, ja, Mietvertrag erstmal für 5 Jahre, aber wenn ich irgendwas habe, was mir nicht gefällt, und wenn es Basketball ist, meine größte Leidenschaft überhaupt, dann mache ich was anderes. Dann sage ich, okay, es macht mir keinen Spaß mehr, ich habe diese Leidenschaft nicht mehr, ich finde was anderes, wo ich genauso für brenne, wie jetzt für Basketball zumindest. Was ihr daraus mitnehmen könnt, stellt vielleicht einfach mal in Frage, ob das, was ihr macht, wirklich das ist, was ihr wollt. Und wenn nicht, ist es vielleicht Zeit, die neue Route, den neuen Weg einzuschlagen und sich auf die Suche zu machen, irgendwas zu finden, was anderes, was euch mehr erfüllt. Und das war die erste Montagsmotivation. Vielleicht könnt ihr was rausziehen, vielleicht auch nicht. Kommentiert mal fleißig eure Meinung zu diesem kleinen Sprüchlein und auch vielleicht zu meinem Take. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin gespannt. Nächsten Montag um 6 Uhr machen wir erstmal weiter. Montagsmotivation für euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Geht voller Power, voller Energie an die Sachen, die euch wirklich was bedeuten. Und yes, wir sehen uns im nächsten Video.